Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch und es strahlt die Sonne auf dieser Seite und auf dieser Seite ist es grau und grau. Es ist das erste Mal, dass ich die Sonne jetzt sehe heute. Ich werde sofort mal meine Wäsche nach oben hängen, damit ich die aus dem Wohnzimmer habe. Ja, die Hunde haben hier neue Gräben aufgetan. Da ist ein neuer Graben, den hatten wir ja gestern schon. Ja. So sieht's aus. Kopfschmerzen habe ich wieder ein bisschen, nicht so viel, es geht. Und genau, starten wir heute in den Tag. Mal gucken, was wir heute machen. Viel geplant habe ich nicht. Ich will hauptsächlich meine Wäsche jetzt nach oben bringen, aber die Sonne verschwindet schon wieder hinter der einen Wolke. Aber vielleicht schafft sie es gleich wieder. Als allererstes habe ich Wäsche aufgehängt. Die Sonne scheint richtig schön im Moment, aber es soll sehr wolkig werden heute, deswegen vertraue ich da mal nicht drauf. Und hier ist unser Ausblick auf die Seite. Die ist auch inzwischen schon gut gelungen. Da ist meine Hundeschar. Die müssen sich auch ein bisschen erholen von dem Regen jetzt. Nö, die sonnen sich auch. Er natürlich wieder oben, sie unten. Es hat noch heute Morgen richtig doll geregnet hier. Deswegen ist alles noch pitschnass. Ja, und ich setze mich jetzt hier hin und werde meine Vlogs einstellen, beziehungsweise meine Videos für den Vormittag einstellen. Ach, ist das schön, Leute. Herrlich. Was kann man Schöneres haben in Alanya als die Sonne? Das ist wirklich das eine und alles, was du hier hast. Alles andere ist nicht wichtig, aber die Sonne. Oh, richtig schön. Meine Vormittagsvideos sind drin und ich habe gerade zu meinem Entsetzen feststellen müssen, als ich es eingestellt habe, dass wir nicht Mittwoch haben, sondern Donnerstag natürlich schon. Ne? Muss ja sein, weil gestern war ja kein Basar. Und vorgestern war Basar. Das heißt, es stimmt, was bei der App hier sagt. Wir haben Donnerstag. Meine Güte, ich bin echt überzeugt. Heute ist Mittwoch, ne? Ganze Zeit Mittwoch gedacht. Naja, trotzdem werde ich hier meine Komfortzone jetzt einmal verlassen und was essen und frühstücken. Und Pascha liegt da noch in der Sonne. Bonjuk. Ah, nee, das ist Bonjuk oder ist das Bonjuk? Kann ich jetzt... Nee, das ist Bonjuk und das ist Pascha. Maus an den Pfoten. Ja, das ist meine kleine Maus. Weil der Herr des Hauses sich gedacht hat, er muss auf der kühleren Erde liegen, dann durfte sie auf den Stuhl. Das ist etwa, oh nee, und da ist jetzt der Wildhund. Das ist der Welpe. Ich hoffe, meine Hunde haben schon geguckt. Der gestern hier war und jetzt mal geguckt hat, ob die Freundinnen da sind. Und sie sind da. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz schnell nach unten. Nee, er haut ab. Okay, ein Glück. Weil, ja, das ist auch ein Welpe, ne? Die sind aber größer, glaube ich, als meine. Die sind älter. Vielleicht haben die sich auch getrennt, weil ich habe ihn gestern auch schon alleine gesehen. Und der war nämlich gestern hier an meinem Zaun. Und dann haben die sich beide ganz, oder die drei, freudestrahlend, da wollten die sich beschnuppern. Da habe ich gesagt, nein. Das will ich nicht und dann habe ich ihn verjagt. Und heute hat Pascha gebellt, das fanden die wohl jetzt da nicht so oder fand er wohl nicht so gut, da hat er sich verzogen. Aber das sind richtig schöne Hunde, ne? Und wie gut die ernährt sind, ne? Die sind nicht schlechter vom Ernährungsstand als meine. Gut, meine sind noch ein bisschen mehr an Fett, aber die sind richtig gut genährt. Und wo sind die anderen? Die haben sich vielleicht getrennt jetzt. Kannst du haben. So. Genau so standen die da beide gestern. Beide. Und dann haben der andere auch. Genau so standen sie. Und dann der andere auch. Und dann haben die sich, wollten sich beschnüffeln. Ich konnte es gerade noch verhindern. Oh nee, ne? Ja, der Kollege ist weg. Das ist nämlich auch rüde. Ne? Aber das hat der von da hinten, hat er das entweder gesehen. Der hat ja geschlafen, Pasche. Der hat das gehört, ne, dass da ein Hund kam. Mal schauen. Naja, ich gehe jetzt rein und hier muss ich auch mal putzen. Ne? Also hier werde ich nachher auch einmal
sauber machen. Das Schlafzimmer ist sowieso sauber, also eigentlich müssen alle Teppiche weg und ich muss hier Staub saugen. Auch unter dem Schrank und auf dem Schrank und sagt mir immer nicht so die Lust zu. Und ich muss jetzt meine Gardinen und alle anbringen. Hier unten muss ich auf jeden Fall Staub saugen. Und das Schlafzimmer, da habe ich alles nur reingeschmissen. Ich kann mal diese Bettdecke, ja, aber das soll ja wieder regnen, ne? Dann wird die nicht trocken. Nee, mache ich nicht. Ich will die waschen. Die ist richtig dreckig, weil wir die ja ohne Auflage benutzen, ne? Ohne Bettbezug. Die Decke hier. Ich frühstücke jetzt erstmal. Heute ist Donnerstag und nicht Mittwoch. Ja, den Tisch stelle ich da immer hin, weil ich da die Hunde filme, damit ich mein Stativ in der richtigen Höhe habe. Ich habe ihn noch nicht weggeräumt, weil eigentlich wollte ich die Hunde noch mal aufnehmen, aber die liegen hier jetzt ja nicht. Es wird schwierig. Naja, mal schauen. Ich bin schon wieder dabei am Umdekorieren. Also ich habe jetzt das sozusagen als so eine Art Schwalbenschwanz dekoriert, weil ich kann es nicht ertragen, ne, wenn das so dunkel ist. Ich mag Gardinen überhaupt nicht am Fenster. Am liebsten alles offen. Und ich hätte auch am liebsten bodengroße Fenster, dass hier Licht und Luft reinkommt. Wisst ihr, was ich meine? Aber leider, wie ihr seht, gerade im Winter kann man hier richtig kacke reingucken. Ne? Wenn das nachher so ein bisschen höher wächst, dann sieht man auch nicht mehr so viel, dann kann man das auch immer offen lassen. Und von draußen kannst du auch nicht wirklich gut reingucken, das habe ich schon probiert. Aber diese Tür ist natürlich prägnant offen. Also da wir jetzt auch so ein bisschen tiefer gelegen sind, ne? Wenn wir jetzt auf einer Höhe wären mit dem Weg da hinten, ist es immer noch nicht so auffallend. Aber jetzt sind wir natürlich weiter unten. Das heißt, die Leute, die von oben kommen, sehen uns natürlich richtig gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss unbedingt irgendwie zu. Aber ich habe jetzt das so ein bisschen höher gemacht. Ich hatte auch, es ist noch ein bisschen schief, ich weiß, ich bin auch noch nicht ganz mit mir im Reinen, ob ich das nicht noch höher machen soll. Aber ich habe gedacht, erstmal bleibt das so. Mal schauen, bis ich da andere Sachen. Die hat eben geträumt, die hat da gelegen, weil sie geträumt, ja, richtig süß. Also es ist ein bisschen schief, aber bei mir ist alles irgendwie schief. Jetzt wird gleich zum Mittagsgebet gerufen und ich habe mir gedacht, ich mache euch noch mal kurz an, weil ich werde hier oben jetzt auch verkleiden. Also ich finde das richtig schön. Es hat so eine Schwere in dieses helle Zimmer gebracht, finde ich, und das passt gut. Deswegen werde ich die Tischdecken, die ich gekauft habe, einmal in der Mitte durchschneiden. Ich glaube, die haben noch ein oder zwei im Salle Pazar. Vielleicht finde ich die auch noch mal irgendwo in anderen Läden und vielleicht reicht das ja auch. Schauen wir mal. Ich werde jetzt jedenfalls, ich habe mir ausgerechnet, ich brauche also einen, brauche ich da und da bräuchte ich anderthalb von diesen Dingern. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich werde jetzt erst einmal den einen Schal kleben und dann wird auch zum Gebet gerufen, deswegen mache ich das. Außerdem bin ich mit mir im Struggeln. Also die heiligen Monate beginnen. Ich hatte ja schon öfters drüber gesprochen und ich bin schon seit ich wieder angefangen habe zu beten, bin ich mit mir am Kämpfen. Denn natürlich, wir Frauen müssen uns verschleiern. Ja, wir müssen ein Kopftuch tragen. Wir müssen nicht, natürlich, man muss gar nichts. Jeder hat für sich selbst das mit sich auszumachen, aber ich fühle mich unwohl. Ja, ich weiß, dass ich viel zu offen bin und da ich auch im Internet unterwegs bin, ist das natürlich nochmal, multipliziert sich das ja nochmal. Es gucken ja nochmal viel mehr Menschen, als wenn du einfach nur so auf der Straße bist. Und nicht jeder Tag, der ins Land geht, hadere ich mit mir, ja. Und ich habe die Zeit in Chorum, als ich das Kopftuch so locker gebunden hatte, eigentlich ganz gut gefunden. Es hat mehrere Vorteile, ja. Man kann das auch als eine Deko betrachten. Es ist immer schön, verschiedene Kopftücher zu haben und sie, weiß ich nicht, auch zu bearbeiten, zu behäkeln und sich das auch schön zu machen, ja. Das ist auch wirklich, es ist auch angenehm in der Umgebung, wenn alle das tragen. Und ich befinde mich ja in der Türkei und es ist der Ramadan beginnt. Es ist eine ganz mystische Zeit für mich. Und wenn ich drüber nachdenke, dann kommen mir schon wieder die Tränen in die Augen, weil es ist einfach etwas ganz Besonderes, dieser Monat. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl mehr mit dem Kopf, der offen ist. Und ich würde gern
nicht die totale Verschleierung machen, sondern ich würde gern wieder ein Kopftuch tragen. Ein Kopftuch hört sich einfach so negativ an. Es hat so viele negative Behaftungen in Deutschland. Und ich würde einfach versuchen, zu Hause, da habe ich mir das ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil ich bin ja alleine nicht zu Hause. Ich muss zu Hause das mein Kopf nicht verbinden. Ja, aber ich bin ja eben in der Öffentlichkeit im Internet unterwegs. Deswegen würde ich, und es ist auch erleichternd, ja, weil die Haare nicht ständig im Weg sind und du hast immer etwas, was sozusagen auch, ja, es ist ein Schutz auch für uns und das finde ich durchaus angenehm. Ich würde das gerne mal wieder machen. Also zu Hause anfangen, zu Hause natürlich insofern, weil ich im Internet Vlogs einstelle, ja, und für euch natürlich auch theoretisch die Haare nicht zeigen darf, nicht für euch Frauen, sondern vor eventuellen männlichen Menschen, die das ja auch gucken, ja, auch wenn es nur wenige sind. Und insofern würde ich versuchen wollen, jetzt dieses Hauskopftuch hinten bindend, wie ich es in Scholem gemacht habe, zu tragen. Ja, es ist jetzt nicht so streng. Ich werde natürlich auch die Haare ab und zu, werdet ihr sie sehen. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich es mit draußen mache. Draußen würde ich sagen, lasse ich es noch auf, aber schon mal beginnend. Ja, so einen Anfang finden, so einen Zipfel von Gewohnheit in den. Es ist natürlich am Anfang auch lästig, das muss man einfach so sehen, ja, weil du andauernd rutscht das Ding. Das ist eben das Blöde dabei. Und gerade hier in Alanya ist es natürlich dann auch im Sommer wahnsinnig warm, aber es schützt auch in gewisser Weise natürlich vor der Sonne. Aber und zu Hause, wie gesagt, muss man es auch nicht tragen. Aber da ich eben im Internet unterwegs bin, sollte man es schon machen. Also es ist noch nicht so regelkonform natürlich und den Sinn des Kopftuchtragens erfülle ich damit natürlich mitnichten, ja, weil ich natürlich auch weiterhin wahrscheinlich, wollen wir mal weiter hier machen, offen zugegen sein werde. Ich werde auch im Moment weiterhin noch diese Hosen tragen und auch das ist natürlich nicht erlaubt, ja, weil man, wie man jetzt sieht, meine Körperform sieht und das darf man halt nicht, ja, ihr dürftet auch meine Arme nicht sehen, ja, weil das sind alles Dinge, die verdeckt sein sollen, laut den islamischen Regeln. Übrigens, Leute, also ich gehe das noch nicht so streng an und ich werde auch versuchen, noch mal ein Video, ein Erklärvideo natürlich dazu zu machen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht einfach darum, dass man mal beginnt, ja. Und je länger man das macht, desto mehr gewöhnt man sich auch. Und darum dachte ich, ich möchte das gern angehen. Es ist schon lange in mir drin und so lange so ein Ding, was ich auch machen werde irgendwann. Und ich dachte mir, so ein inneres Gefühl, ich weiß auch nicht warum, es ist heute habe ich mich, habe ganz spontan mich jetzt dazu entschlossen und ich hoffe, dass ich die Kraft haben werde, das auch zu machen. Und was war denn das? Was war denn das, Leute? Hä? Nichts, da ist einfach nur eine Katze gelaufen und dann hat es aber irgendwie... Die Hunde gucken nach oben in den Baum, aber da hinten ist auch eine Katze, die jetzt die Hunde beschuldigen. Also die Hunde beschuldigen die Katze, die da hinten läuft, dass die irgendwas gemacht hat. Seht ihr die schwarze Katze? Aber daher kam das nicht. Bonjuk, unsere schlaue Ermittlerin, hat sofort erkannt, dass das irgendwie aus den Bäumen kam oder dass irgendwas hier rübergeworfen wurde. Der Gebetsruf ertönt. Shit. Oder von drüben irgendwas geworfen wurde. Also irgendwas jedenfalls hat hier geknallt, habt ihr auch gehört. Vielleicht kam es ja wieder von dem Strommast, man weiß es nicht. Kommt Leute, wir gehen nach oben und genießen einfach mal. Also Bonjuk weiß, es kam von oben und Pascha denkt, es gab von der Katze. Das ist ja witzig. Wir genießen den Gebetsruf, komm. Das passt. Komm, wir gehen nach oben, Leute.
Gefühl. Braunen Spitzen hier vom Zitronenbaum.
Ja, mein Lieben, warum ihr mich immer oder manchmal dann so ergriffen auch seht, wenn der Gebetsruf ertönt, ist einfach, wenn das geschieht, fünfmal am Tag, ist sozusagen die Gardine zu Allah offen. Das heißt, in diesen paar Minuten, je nachdem, es ist ja immer unterschiedlich lang, es ist am Mittag und Nachmittag länger als am Morgen und am Abend zum Beispiel. Also am Morgen meine ich, am Mittag ist es länger, am Morgen ist es länger und am Abend ist es länger und in der Nacht ist es länger, am Nacht ist es länger und am Abend ist es kürzer, weil da natürlich am Abend gibt es Gründe, warum es da kürzer ist. Was ich nur sagen wollte, ist, die Gardine in diesen paar Minuten oder ja, es sind ja auch am Abend wahrscheinlich so, ich würde mal schätzen, 2 Minuten, wo der Koran, wo zum Gebet gerufen wird, ist, dass wir direkt zu unserem Gott oder zu dem Gott aller Menschen vielmehr reden können. Er hört direkt zu, genauso wie beim Gebet auch, wo wir direkt natürlich auch vor Allah stehen und zu ihm beten. Und deswegen soll auch während dieser Zeit möglichst nicht geredet werden, was ich ja auch manchmal mache, muss ich gestehen. Die Musik muss aus oder sollte aus, Fernseher aus. Man soll sich quasi jetzt dem Gebet widmen und die Zeit des Gebetsrufes nutzen, um sich vorzubereiten, um sozusagen direkt mit dem Herrgott, mit Allah zu sprechen, zu kommunizieren auf irgendeine Art und Weise, zu beten. Und in dieser Zeit wünsche ich mir immer Dinge, die ich gerne machen möchte, die ich mir vorstelle und bitte um Verzeihung teilweise, je nachdem, was ich so im Kopf habe, und bin ich dann auch mehr oder weniger ergriffen. Ich kriege sehr oft auch eine Gänsehaut, wenn der Gebetsruf kommt. Und das ist schon eine sehr besondere Zeit jetzt. Und man merkt es auch, je näher der Ramadan kommt, desto aufgeregter werden wir, desto mehr liegt eine Spannung in der Luft, eine freudige Erwartung. Da würde ich euch gern mitnehmen. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist für euch. Es ist immer so gewesen in meinen Vlogs, dass ich euch in allen Dingen meines Lebens mitgenommen habe, ob es weltliche Dinge sind, ja, meine Familie, ich, mein Leben, oder ob es eben auch Dinge sind, die über das Weltliche hinausgehen, wie jetzt. Die Religion spiegelt für mich seit einem Jahr eine ganz besonders große Rolle. Ich fühle mich dort abgeholt, ich fühle mich dort wohlbehalten und eingemummelt, so wie in so eine warme Decke, ein Schutz, und aber auch eine große Aufgabe und auch ein großes Vorhaben, was damit drin beinhaltet ist. Viel Veränderungen in meinem Leben, die stattfinden, und eine große Veränderung ist eben natürlich auch in der heutigen Gesellschaft, seine Haare zu bedecken, die ich bisher noch nicht angehen konnte, wollte, wie auch immer. Aber ich merke immer mehr die Diskrepanz zwischen meinem Leben, wie ich es lebe, und den Anforderungen, die eben da auch gestellt werden. Und hoffe, ja, dass ich so einen kleinen Einstieg damit finde, wenn ich es wie ein Showroom mache, meinen Kopf bedecke zu Hause. Ja, es ist, wie gesagt, ob ich es draußen auch mache, das weiß ich noch nicht. Ich glaube eher, dass ich es noch nicht mache draußen, zumindest im Moment noch nicht. Aber schon mal so ein Einstieg, um sich daran zu gewöhnen, an das Handling, das ist natürlich alles anders, ja. Es ist immer Mühe, weil das Ding rutscht. Ich habe ja schon, wie lange habe ich ein Kopftuch getragen? 20 Jahre bestimmt. Und ich weiß, wie es ist, ne? Es ist auch nicht immer so, dass du alle Haare bedeckst. Und ich denke auch, dass das ab
Aber wie gesagt, ich habe da zu wenig Wissen, als dass ich das in die Welt hinaus posaunen kann. Ich werde das alles nicht so streng nehmen. Ja, das wollte ich damit sagen. Aber dass man sich schon mal, wie gesagt, an das Handling gewöhnt. Ihr und ich auch und alle, meine Umgebung auch, die kennen das ja auch nicht mehr so.